doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi, meine Damen und Herren. Ich bin Niklas Wilson Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert. Und vergisst nicht, trinkt B12, Baby. Mein großer Traum ist es immer noch, Fußballprofi zu werden. Nachdem es bei Hannover 96 für 2 Minuten Trainingszeit gereicht hat, bei Hertha immerhin für 5 Minuten, habe ich gedacht, probiere ich es bei einem neuen Verein, und zwar Werder Bremen. Gerade frisch in die Bundesliga aufgestiegen, stehen sie auf Platz 9 der Tabelle und Niklas Füllkrug, unsere deutsche Stürmerhoffnung, sogar auf Platz 1 der Torschützenliste mit 14 Buden. Da habe ich gedacht, die müssen mir doch eine Chance geben, die müssen mein Talent erkennen. Und deswegen war es wieder an der Zeit, die Schuhe zu schnüren. Und dieses Mal haben wir ein Langarm-Shirt von Werder Bremen. Hier vorne drauf mit dem Wiesenhof-Logo und an der Seite mit der Ammerländer Molkerei. Alleine dieses Logo musste ich mir... Digga, bilde ich mir das ein oder alle Leute aus Bremen? Bremen ist so ein bisschen Öko, ne? So ein bisschen Öko und ein bisschen Peace. Nee? Überhaupt nicht, Bro? Oder so... Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass so Bremen so ein bisschen Reggae ist. Öko, Peace oder Reggae? Nur weil grün oder was? Nein! Nein, so keine Ahnung. Aber das gibt mir so... Ich war einmal in Bremen und es war kein W. Bremen erinnert mich so ein bisschen an die Stadt, so wie, kennt ihr Carlson auf dem Dach? Und alle sind so, Peace? Checkt ihr? Ja, ja, ja. Feier war für 5 Euro nachbauen lassen, weil es nicht in einer großen Qualität verfügbar ist. Ich habe meine letzten beiden Trainingsbesuche natürlich bis ins Detail analysiert und dabei festgestellt, dass ich gar nicht genug vorbereitet war. Ich muss mich mit dem Verein auseinandersetzen, ich muss ihn spüren und auch leben. Ja. Und wie geht das besser, als wenn man sich mit ehemaligen Spielern, mit Legenden trifft? Denn da kann ich mir die Informationen holen, die ich brauche. Es kann ja nicht sein, dass ich da stehe und ich weiß, wie... Grüme, Dank für die 2 verschenkt. ...der Trainer von der zweiten Mannschaft heißt. Wer hat das mit dir besprochen? Der Coach. Welcher denn? Michael. Wer ist denn Michael? Ist doch gar nicht bei der U23 Trainer. Und deswegen habe ich mir einen waschechten Profi gesucht. Max Kruse. Max! Danke, dass du mir hilfst. Ja, sehr gerne. Du weißt, was ich vorhab? Ich sehe es an deinen Klamotten und ja, ich habe es schon mitbekommen. Den Pullover würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall anzulassen, weil sonst würde man denken, du bist Max Kruse 2. So, und dann würde ich einfach sagen, wenn dich jemand fragt so von der Mannschaft, sagst du einfach hier, du bist von den Amateuren, solltest jetzt hochkommen. Der Trainer, das ist der 5-Stück, heißt er mit Nachnamen. Mhm. Solltest mal. Lockere 5-Stück. Ey, Jungs, was denn du ja? Weißt du, 5 Stück hoch. Profis? Mal hochkommen und solltest mal mittrainieren. Ja, ich sag euch ehrlich, wenn du sagst, du kommst vom 5-Stück, kann wirklich ganz, ganz krass kommen. Man denkt, wenn man an 5 Stück denkt, denkt man, das ist so. Der Ghetto-Name vom Chef. Ja, du, vergiss dich mal nicht bei 5 Stück zu melden. Der hat dich gerufen. Oh, okay. 5 Stück. Und dann fragen sie, und dann sagen so Leute, dann gibt es so diese Mythos, fragen, warum heißt der 5 Stück? Weil der jemand mal in 5 Teile geschnitten hat. Und alle nur so, oh. Wisst ihr? Das ist ganz gut gemacht bei den Amateuren. Das würde ich doch auch sagen, oder? Bei Oranje Berlin saß ich lange nicht mehr auf der Bank. Siehste, und dann machst du einfach mit. Ja, also wie gesagt, ich glaube, bei Werder ist es relativ einfach, mit auf den Platz zu kommen. Von daher einfach zwischen den Autos und dann einfach der Bande anschließen. Gibt es jemanden, von wem ich mich fernhalten sollte? Keine Ahnung, irgendwie so ein... Ich hatte das Problem, bei Hertha einen Fitnesscoach zu haben, der keinen Spaß verstanden hat, der hat mich auch direkt weggeschubst. Ah, nee, also... Da ist es bei Werder eigentlich ganz gut. Die sind alle sehr familiär, alle sehr freundlich. Ja, sag ich doch. Werder ist voll Reggae. Voll Reggae, voll Peace. Das sage ich. Weggeschubst solltest du da nicht werden. Dank Max habe ich jetzt alle Informationen, die ich brauche. Ich weiß, dass der Trainer von der zweiten Mannschaft 5 Stück mit Nachnamen heißt. Ich weiß, dass ich mich am besten auf dem Parkplatz positioniere, um nicht aufzufliegen. Und ich weiß, dass die Bremer mega entspannt sind. Ja, das sag ich doch. Reggae, Peacey, Chill. Alles. Meine Profikarriere, alles vorbereitet. Übrigens, Max feilt auch gerade an seiner Profikarriere hier auf YouTube. Max und ich haben sogar mal ein gemeinsames Video gedreht. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Einfach Lauftour gegen. Seht ihr? Selbst Max Kruse, der alte Mann, rennt mir weg. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich mich von einer Werder-Legende coachen lassen, die der Inbegriff von Schnelligkeit ist. Ailton ist da und wird mich heute... Hat man beim Dschungelcamp nicht seinen Penis gesehen?
Ist das... Hat man nicht... Ja. Heute ein bisschen coachen. Einfach Kugelblitz. Legende! Legende! Legendera! Ja, heute wir das erste Mal trainieren. Ne? Oh, diese lockere Brasiliero. Er ist doch Brasilianer, ne? Mal gucken, was ist, was braucht für deine Körper und nicht spannend. Genau. Und wie oft muss man als Profi in der Woche trainieren? Pro Training mal zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden. Und was macht man, wenn man nicht gerade trainiert als Profi? Ja, schlafe noch. Nee, die trainieren den ganzen Tag. Und dann konzentrieren die sich nicht mehr auf Fußball. Chat. Nein. Was sagt man, wenn man auf den Platz kommt? Sagt man Moin Moin? In meiner Zeit, hier in Bremen ist immer mit Spaß dabei, in der Kabine morgens. Hey Leute, ein bisschen Samba oder so, guten Morgen oder so. Aber ich kann das ja nicht machen. Wenn ich da morgen reingehe und sage, hey Leute, ist Samba, dann nein, kann ich direkt wieder gehen. Nein, genau. Ja, mein Lieber, die Tempo ist gut, aber ein bisschen schnell. Ja. Weiter, wie Roberto Carlos, brasilianisch. Ist Ayrton jetzt Fitnesstrainer? Das glaube ich gar nicht. Was ist das denn? 9, 10, bravo, Junge. Sehr gut. Die werde ich nie wieder waschen. 2, 3, 10. Pause. Sehr gut. Trainier mit Ayrton Kugelblitz. In einer Woche, du musst in Topfit. Glaube mir. Für Ivan Plasnic. Genau. Für Johan Miku. Ja, genau. Ismael. Valerio Ismael. Und die ganzen Bremer Fans. Sehr gut, mein Junge. Bravo. Digga, lässt dir zwischendurch einen ziehen, oder? Will ich mir das ein? Nee, ne? Digga, immer diesen leichten Furz, nachdem er hochkommt. Leicht einziehen lassen, nicht verkehrt. Von den ganzen Bremer Fans. Sehr gut, mein Junge. Oh. Lass knallen, Junge. Lass knallen. Geh hoch und lass was los. Die Kugelblitztransformation jetzt erhältlich. Der dritte Punkt, der mir bei meiner Analyse aufgefallen ist, ist, dass ich einfach nicht aussehe wie ein Profi. Doch. Wenn ich da ganz normal auftauche, sehe ich halt auch nur aus wie Kreisliga C. Die Profis, die haben alle gefärbte Haare, sind zugehackt bis oben hin und deswegen ging es ins große Umstyling. Ich sehe aus wie mit 12, da hatte ich auch so eine Frisur. Oh Gott, ist das schlimm. Ja, davor war fresh. Davor war sehr killer. So schwer ist das gar nicht. Wenn es mit YouTube nichts mehr wird, dann werde ich Friseur. Nächster Schritt, die Haare werden blondiert und dann sehe ich hoffentlich aus wie Eminem zu seinen besten Zeiten und werde vor Ort nicht erkannt. Oh, aua, ich habe irgendwas in den Augen, aua. Ich sehe zwar gerade aus wie jemand in der Midlife-Crisis, aber ich versuche immer nur meine Haare zu färben. Jetzt bin ich von oben bis unten tätowiert. Zumindest dort, wo man es am Ende auch sieht. Hier ist auch noch was und im Nacken natürlich auch noch. Ich hoffe, dass ich dort nicht auffalle. Ich habe auch noch eine kleine Liebeserklärung tätowiert. Hier steht Niklas Füllkrug in der Hoffnung, dass ich Lücke auch einen auflegen darf. Und damit mich vor Ort das Glück nicht verlässt, habe ich hier noch ein kleines Motiv vom letzten Mal. Mein Plan ist narrensicher. Am Wochenende hat Werder gegen Bochum 3-0 gewonnen. Am Sonntag ist dann entspanntes Auslaufen und wahrscheinlich sind auch nicht alle Stars dabei. Am Montag starten dann alle mit bester Laune in die Woche und genau da wird dann meine Stunde schlagen. Wir stehen jetzt hier direkt vorm Weserstadion und direkt nebenan ist auch der Training. Wir haben Samstag gespielt, dann haben die Sonntag Auslauf, Montag frei, oder nicht? Platz von Werder Bremen. Hier habe ich als kleiner Butschi auch schon Autogramme gesammelt, wie eigentlich bei jedem Fußballverein in Deutschland. Hier direkt aus dem Weserstadion kommen die Spieler in der Regel raus, aus diesen Eingängen hier vorne, wo auch so ein Schwenktor ist, das wird zugemacht, da ist noch ein Tor, wozu ist. Das heißt, die werden von hier lang gehen, diesen ganzen Weg und dann bis dort hinten zum Trainingsgelände. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Max Kruse hat mir gerade geschrieben mit der Nachricht, Marvin, sag nicht, du bist schon in Bremen. Ich so, doch, wieso? Heute ist aber scheinbar kein Training, haha. Dummkopf. Er so, ich weiß.
Mann, daran hätte ich auch denken können. Hast du dich nicht vorher informiert? Ich so, doch, aber ich dachte, das sind Profis, die jeden Tag trainieren. Ist... Ja, die trainieren von 8 bis 22 Uhr. Ist aber nicht so. Die haben 2 Tage frei nach dem Spiel. Das heißt, wir gehen jetzt in der Bremer Innenstadt bummeln. Ich möchte gerne noch die Stadtmusikanten streicheln und ein Fischbrötchen essen. Machen wir das? Am Montag hatte ich einen schönen Tag in Bremen, aber am Dienstag, da haben hoffentlich immer noch alle gute Laune. Und da wird dann meine Stunde schlagen. So, wir sind jetzt beim Trainingsgelände von Werder Bremen angekommen. Dort stehen auch schon eine Handvoll Fans, die Autogramme holen wollen. Der ein oder andere Betreuer ist auch schon vorbeigegangen. Und es ist tatsächlich so, dass wir hier mitten auf dem Parkplatz stehen können. Und 3 Meter von hier ist quasi der goldene Gang, wo die Spieler aus dem Stadion kommen, wo sie sich umziehen und dann aufs Trainingsgelände gehen. Kurz bevor es dann losging, ging mir wirklich der Arsch auf Grundeis, weil ich mir auch dieses Mal wieder 3 Ziele gesetzt habe. Erstens überhaupt auf das Trainingsgelände kommen, zweitens länger auf dem Platz bleiben als bei Hertha und drittens für meinen Lieblingsnationalspieler, unseren Torschützenkönig, ein Auflegen für Niklas Füllkrug. Was hat Ayrton gesagt? Ein bisschen Spaß. Alter. Ein bisschen Chiki-Chiki. Digga, das steigert sich gut rein, ne? Und ein bisschen Samascho. Kurz bevor es jetzt aufs Trainingsgelände geht, muss ich natürlich von hier aus dem Geheimversteck alles im Blick haben. Und damit ihr beim Thema Finanzen alles im Blick habt, kommen wir heute zum Sponsor des Videos, nämlich Finanzguru. Egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder... Ganz wilder Call und voll aus der Reihe getanzt. Wusstet ihr, dass Silvi Mai Single ist? Skip. Können wir gleich mal googeln. Du Wallet. Nächsten Monat stimmt für unnötiges Geschäftskonto. Hattet ihr also gerne die kostenlose Fee zu können und hatte Kopf und unter dem. Und jetzt weiter. Es geht los. Okay, die haben das Oberteil an, was ich anhabe. Ja, ich bin auf dem Rasen. Punkt 1, abgehakt. Ich soll halt mal mittrainieren. Der Konrad 5 Stück hat mich geschickt. Ja, aber das ist da drüben. Hier der hat gesagt, also Konrad 5 Stück hat mich geschickt. Ja, aber niemals Kollege hier jemand bei den Profis. Der Cheftrainer weiß gar nicht davon Bescheid. Nee. Der hat gesagt, ich bin ein guter Mann, ich soll halt mal aushelfen. Nein. Okay. Boah, wie schlecht. Digga, doch nicht so Reggae. Ganz ehrlich, ich weiß, dass meine Argumentation da gerade nicht die beste war. Aber ehrlich, ich war mega, mega angespannt. Und woher soll ich wissen, dass Konrad 5 Stück und die U23 gerade einen Platz weiter selber Training hat? Ganz ehrlich, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ich nächstes Mal noch besser machen kann. Das war's? Das war das Experiment? Der Salat. Sehr enttäuscht. Ich dachte, ich kann hingehen und sagen, hallo, Jungs. Ein bisschen Samba-Show, so wie Ayrton mir das geraten hat. Naja, ich bin echt enttäuscht. Ich war ja wirklich 3 Meter auf dem Rasen. Ich konnte ja nicht mal mit irgendeinem Spieler reden. Er war auch der Letzte. Er kann nicht der Letzte sein. Es erinnert mich so hart an Peine. Auf dem Bolzplatz. Ich durfte nie bei den Großen mitspielen und musste hinterm Zaun stehen. Aber die Bälle, die rübergeflogen sind, die durfte ich holen. Armselig. Mehr fällt mir zu diesem Auftritt nicht ein. Das war wirklich das Schlechteste meiner Probetrainings. Und deswegen habe ich dann an meinen Lieblingsfilm gedacht, Batman. Und da sagte der Vater zu Bruce Wayne, warum fallen wir, Bruce, um wieder aufzustehen? Und deswegen bin ich dann von meiner Treppe aufgestanden und habe mir noch ein paar Autogramme geholt. Liebe Kollegen, könntet ihr einmal auf dem Trikot unterschreiben? Schade, dass du nicht dabei warst. Ja, ich fand es auch sehr schade, aber man wollte mich nicht. Der hätte Konrad früher anrufen müssen. Hat's nicht geschafft, oder was? Hat leider nicht gereicht. Ich habe extra noch mal in der Kreisliga mit geübt, aber sollte nichts werden. Sieht so aus. Dankeschön. Gute Besserung. Ja, danke, danke. Mann. Dankeschön. Tagchen. Darf ich dich einmal bitten, mit aufs Trikot zu unterschreiben? Jo. Aber ein Logo ist bei mir gut geworden. Das muss ich nachbauen lassen. Mit dem blonden Haaren, da kommt Schatz, das ist zu auffällig. Wieso denn? Ja, hättest du Mütze anziehen müssen. Viele Bundesliga-Profis blondieren sich die Haare. Guck mal, ich hab mich so... Ja, das war's? Wir alle tätowieren lassen. Aber nicht bei uns. Naja, schade. Das fällt doch auf. Lücke, dürfte ich dich einmal bitten, hier mit drauf zu unterschreiben? Ja. Ich habe auch extra für dich eigentlich noch ein Tattoo hier dran gemacht. Meine Flanke gegen Augsburg, das wäre die Lösung. Nicht? Da, ja. Links oder rechts? Rechtsfuß. Danke dir. Das unterschriebene Werder-Trikot, das verlose ich jetzt gerade im Moment auf Instagram. Nee, will ich nicht.
Ja, so ein Trikot will ich nicht. So ein Trikot will ich nicht. Nee, also wenn du dann da nach dem Training da stehst und so Autogramme sammelst, will ich nicht. So, wirklich. 1-1-2-2 ist der Nice Guy, ist so High School Musical American Pie.